Moin ihr Lieben, da bin ich wieder, genau im zweiten Teil und wir sind jetzt immer noch auf dem Weg Richtung Erfurt. Wir werden jetzt noch ein bisschen den Navi ärgern und einfach mal nicht so fahren, wie der Navi das will. Weil er will mich nämlich gleich wieder über die Landstraße schicken, der Idiot. Das will ich aber nicht. Weil ich finde Landstraße fahren schrecklich, da kannst du nicht überholen. Wow. Und da hängst du immer nur fest. Guck mal hier, wie schön das hier geht. Ich ziehe jetzt immer schön dran vorbei. Wir fahren jetzt Richtung Erfurt, Kassel. Ja. Und jetzt ist ein bisschen mehr Verkehr, wie ihr feststellt. Weil diese Karte hat mehr KI-Verkehr. Also diesen sogenannten intelligenten Verkehr. Computergesteuerte intelligenter Verkehr. Naja, ich habe ja gesagt, auf das Thema gehe ich jetzt nicht weiter ein, was Verkehr angeht. Gibt schöneren Verkehr als dieser. Lö, lö, lö. Aber dafür sind die Autobahnen schön, oder? Ja. Mensch, ich wollte euch noch so viel erzählen. Ach ja, da war ja noch was. Ja, zum Multiplayer, wie gesagt. Wir werden es auf jeden Fall machen, ein bis zweimal im Monat. Und das mit den Leuten von TBL. Also wir werden jetzt nicht großartig mit vielen Kindern fahren, sondern hatte mir gedacht, dass wir da mal so ein bisschen unter Erwachsene fahren, soweit es möglich ist. Und dann einfach mal schauen. TBL ist diese Gesellschaft, wo ich den Farming-Simulator aufgenommen habe. Das ist ein Lohnunternehmen und Spedition in einem. Die machen also relativ viel. Und dann mal gucken, wer da so alles mitfahren kann. Der Slayer, der Jigsaw, der Waldi und wie nicht alle da sind. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir was Schönes auf die Reihe kriegen. So habe ich mir das gedacht. Ja, dann habe ich ja schon den Train Simulator gemacht. Dann habe ich erstmal den Nahverkehrszug aufgenommen und dann sind wir mit dem ICE gefahren. Ja, dann mal gucken, wie euch das gefällt. Und wenn euch das natürlich gefällt, müsst ihr euch das natürlich unter die Kommentare schreiben oder auch mal positive Händchen nach oben und so machen. Und habt ihr nicht gesehen? Und das finde ich sehr wichtig, dass das gemacht wird. Und wir befinden uns immer noch schön auf der Autobahn. Seht ihr jetzt mal hier unten auf meinem Navi? Jetzt will er mich gerade wieder runterjagen. Das will ich aber nicht. Ich möchte jetzt hier geradeaus weiterfahren. Richtung Kassel. Machen wir gut, ne? Ja. Ja, Vorfälle hatten wir jetzt genug beim... Im Train-Simulator habe ich schon angesprochen. Die bösen Terroranschläge. Habt ihr ja mitgekriegt in Paris. Und Charlie Hebdo hat heute ist übrigens Mittwoch, ihre neue Zeitschrift rausgebracht. Irgendwas war da mit 300.000 Exemplaren. Und jetzt haben sie die hochgejagt auf 500.000. Ja. Wisst ihr Bescheid? Ich glaube, ich hätte jetzt von der Autobahn runtergemusst. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich verfranst. Jetzt will ich erst mal selber gucken. Oh, mein Computer muss auch dringend sauber gemacht werden. Nee, alles gut. Wir fahren weiter geradeaus. Das war die Ecke, wo ich hätte abbiegen sollen. Aber ich nicht wollte. Wir sind auf dem richtigen Weg. Alles gut. Meine Grafikkarte jault. Ha, nein, sie arbeitet. Ich muss den unbedingt abbauen und sauber machen. Aber ich bin dazu noch nicht gekommen. Ich hatte heute, wie gesagt, unheimlich viel zu tun. Naja. Also Charlie Hebdo mit den 12 Toten insgesamt. Oder ja, ich glaube 12 Toten war es. War ja eine ganz tragische Geschichte. Auf jeden Fall wird jetzt Folgendes. Haben sie auch heute die Auflage rausgebracht. Wo dieser Mohammed auf dem Titelblatt ist und weint. So, und die war innerhalb von ein paar Minuten... War die vergriffen? Stellt euch das mal vor, innerhalb von ein paar Minuten 300.000 Exemplare, sodass sie die Auflage jetzt erhöht haben, mittlerweile auf 500.000, also eine halbe Million. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ab Samstag, wie gesagt, heute haben wir Mittwoch, ab Samstag soll die Zeitung auf dem deutschen Markt erscheinen. Bin mal gespannt, wie stark die in Deutschland gefragt ist, die Übersetzung. War ein Flieger. Den gesehen, der fliegt jetzt gerade Richtung Frankfurt. Und dann wollen wir noch mal abwarten, was da so passiert.
Ja, und ich fahre ja auf dem Standstreifen, das ist natürlich nicht so eine tolle Idee. Wie gefällt euch die Landschaft? Sieht doch cool aus, oder? Ja, das heißt so viel wie Achtung Flugverkehr. Haben wir noch genug Kuppel? Ach klar, Diesel haben wir noch. Wow, die Kurve war geil. Aber wir sollen eigentlich den LKW auch nicht auf die Seite legen, oder? Nö, war nicht gedacht. Klappt doch gut, was wir hier machen. Ich glaube, jetzt kommen wir gleich nach Hessen rein. Das sind auch diese Schilder, die auch vorher... Genau. Seht ihr? Das waren nämlich die Schilder, die vorher nämlich nicht da waren. 80, 80. Ausrufezeichen 80. Baustelle. Ah, sind sie am Bullen. Am Buddel, Buddel, Buddel machen. 70. Wir fahren noch nicht mal 70. Ist aber eine blöde Ecke hier. So ein bisschen jetzt hier dran vorbeikurbeln, muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Es ist heute gesagt einfacher gesagt als getan, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gut, ne? Könnt ihr das auch? Macht's nach. Toll, Baustelle scheint vorbei zu sein. Können wir ein bisschen Gummi geben? Wir geben Gummi, 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 Gummi. Achso, ich soll mal gleich mal auf unsere Weltkarte gucken, wo der uns überhaupt jetzt langführt, ne? Ich bin ja ein toller Mensch. Da vorne scheint es nämlich gleich wieder abzugehen. Dann wollen wir mit uns mal gucken. Ja, ist richtig. Sonst fahren wir nämlich in die falsche Richtung. Sonst fahren wir nämlich Richtung Mannheim, das wollen wir nicht. Wir mussten ja Richtung Kassel. Das heißt, wir werden jetzt gleich abbiegen, da soweit richtig. Und dann fahren wir auf die A7. Genau. Kassel hoch, Hannover. Und dann können wir auf der Autobahn bleiben, weil er sagt zwar, irgendwie soll ich dann ab wieder über eine Landstraße. Ist ja auch Blödsinn, kommen wir nach Hannover. Und dann bleiben wir hier so rum und dann fahren wir darauf. Ey, das passt doch geil. Alles gut. Alles gut. Wow. Wir verreißen aber nicht das Lenkrad. Habt ihr das gesehen? Das war eine Scheißidee, das Lenkrad verreißen. Wow. Klar, ihr hättet wieder was zu lachen gehabt. Guck mal, guck mal. Geo hat sich lang gemacht. Ja. Guck mal, guck mal. Ja. So. Nehmen uns mal wieder die Mittelspur. So. Klappt doch gut. Was kann ich, was wir wollen? Sieht doch gar nicht so schlecht aus, was wir heute fabrizieren. Ja, was hat es denn noch Neues gegeben? Ja, ich hatte euch ja noch ein paar Ankündigungen gemacht. Ich glaube, ich muss sowieso noch eine Ankündigung machen. Ich hatte heute ein nettes Gespräch mit Fizz Games, also mit André. Es kommt ein neues Spiel auf den Markt, das ist fast fertig. Bis auf so ein paar Sachen,
Da muss dann mit dem Publisher noch geklärt werden und. Und bevor Steam dann auch dann reagiert, und das heißt dann, soweit ich weiß, Jove's Dinner. Jetzt fragt mich nicht, worum es da geht. Ich weiß es nicht. Baustelle. Kurz konzentrieren hier. Ja, besser ist das. Ich mag diese Baustellen nicht. Ich weiß zwar nicht, warum der ein gelbes, eine weiße Linie hinter sich herzieht. Keine Ahnung. Grafikfehler. Joe's Dinner. Also, wo es jetzt um dieses Spiel genau geht, kann ich euch leider nicht verraten. Ich weiß das selber noch nicht. Will er mir jetzt irgendwann in den nächsten Tagen, hat er gesagt, Jürgen, ich hatte dann Bescheid, wenn ich mich nicht mehr Zeit habe. Ist ja, dank dir. Was noch? Ja, Omsi. Habe ich schon mal ein bisschen geübt. Das ist sauig schwer, das Spiel. Sage ich euch einfach, wie es ist. Ah, ich muss mich mal anders hinsetzen. Meine Luftfederung lässt nach. Ich bin zu schwer geworden. Omsi 2 ist sehr schwer, das Spiel ist aber auch lustig. Ich muss das mit dem Verkaufen noch üben. Die meckern mich noch immer an. Sie haben mir zu wenig Wechselgeld gegeben. Sie haben mir die falsche Fahrkarte gegeben. Da kriegst du nur angemeckert in einer Tour. So. Landwirtschaftssimulator, wie gesagt, wollen wir mit Multiplayer noch ein bisschen was machen. Vielleicht auch mal wieder im Single. Und was noch? Ja, dann lassen wir uns überraschen. Fizz Games will dieses Jahr noch ein neues Feuerwehrspiel auf den Markt bringen. Also ich denke mal, kommt noch so ein paar neue Sachen, werden auf jeden Fall noch dazwischen sein dieses Jahr. Freue ich mich auch drauf. Und mal gucken, was so für Spiele noch auf den Markt kommen, ne? Oh, ich will euch was sagen. Ich bin müde. Ach, echt. Boah, ist das lustig, Gio. Schatzkeks. Aber wir sind gut, oder? Naja. Heute haben wir keinen festen Fahrplan. So wie im Train Simulator. Wenn wir acht geben mussten. So, was haben wir gelernt? Auch wenn es keine Schneeflocke ist, müssen wir trotzdem vom Gas. Weil. Ärger. Baustelle. Fahr mir nicht in die Karre. Ah, sind sie kräftig am Arbeiten da drüben? Guck mal, Polizeiwagen. Habt ihr den gesehen? Schön versteckt. So nach dem Motto, wird der Geo jetzt zu schnell fahren, dann kommen die hinterher. Und dann kriege ich bestimmt ein Ticket. Die können wir alle gut gebrauchen, solche Tickets. So, jetzt haben wir wieder die Bahn frei. Für unsere nächsten Perversitäten. Ja! Mensch, fahrt doch, ey, fahrt doch auf der Mittelspur. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt wegen euch auf der Mittelspur bremsen muss, oder? Ich fahre einen schweren LKW und ihr PKW. Jetzt mal hier Kniegas. Die A7 ist halt eine Berg- und Talbahn, aber das war sie schon immer, solange ich die A7 kenne. Kasseler Berge. Sagt doch alles. Die Strecke. Ja, ihr Lieben, Kasseler Berge heißt für mich, wir sind jetzt auch gleich rum mit unseren 15 Minuten und wir sehen uns morgen. Tschüss.